So, meine Lieben, wir haben euch wieder was ganz Tolles mitgebracht aus Mandello Ilario am Comer See. Moto Guzzi hat heuer nicht nur die wirklich fantastische V85 TT zu uns gebracht, ein traumhaftes Motorrad. Nein, auch die V9 Bobber Sport ist ab heuer im Programm. Ich muss sagen, dass ich ein großer Fan der V9 generell bin, insbesondere aber der Bobber V9 Sport. Vielleicht ein bisschen zur Abgrenzung zur V7. Man könnte sagen, sie hat nicht so viel mehr Kraft, sie hat 55 PS, fährt sich aber ausgesprochen souverän mit wunderbarem Drehmoment. Für mich persönlich ist die Sitzposition auf der V9 besser als auf der V7. Und noch einmal besser auf der Sport, weil der Lenker etwas tiefer ist. Die V9 Bobber Sport ist ein Custom-Modell aus der V9-Reihe. Eine Referenz an die Sportmotorräder der 1950er Jahre. Sie baut auf der normalen V9 auf, unterscheidet sich aber in einigen Details massiv. Auffälligstes Merkmal der V9 Bobber Sport sind mit Sicherheit die knallgelben Öhlins Federbeine, die voll einstellbar sind. An der Front unterscheidet sich die V9 Bobber Sport von den Standardmodellen mit einem tiefer gelegten Scheinwerfer, einer neuen Frontmaske, und auch der Lenker ist tiefer gelegt, sodass man eine leicht sportlichere Sitzposition einnehmen kann. Ein weiteres Detail der V9 Bobber Sport ist die gefräste Fußrasteranlage und der ebenfalls gefräste wunderschöne Tankdeckel. Motorisch unterscheidet sich diese V9 nicht von ihren Schwestern. Ein längs eingebauter V2, luftgekühlt, längs eingebaut deswegen, weil die Kurbelwelle der Länge nach eingebaut ist und somit ohne Gelenk direkt an den Kardan anschließt. Der Motor leistet 55 PS mit saftigen 62 Newtonmeter Drehmoment. Worauf ich vielleicht auch noch kurz eingehen möchte, ist, dass diese Moto Guzzi V9 Bobber Sport auch in einer 48 PS Variante für Motorradstufenführerschein Fahrer erhältlich ist. Man verliert nicht viel, man verliert 7 PS, aber erhält 100% Moto Guzzi. Ein wunderschönes Detail dieses Sportmotorrades, möchte ich sagen, ist die niedrige und recht dünne Sitzbank, eine Ein-Mann- oder Ein-Frau-Sitzpolsterchen. Fußrasteranlage für einen Beifahrer ist nicht vorhanden, also ihr könnt niemanden mitnehmen. Aber eine wunderbar direkte sportliche Sitzposition, wo das Rückgrat quasi direkt in die Öhlins geht und eine Einheit mit dem Motorrad erlaubt. Was vielleicht generell bei der Bobber auffallend ist, ist die Bereifung. 16 Zöller vorne und hinten. Vorne haben wir 130er und hinten einen 150er Schlappen drauf. Ich würde die V9 Bobber Sport vielleicht als Sportcruiser bezeichnen. Der V2-Zylinder grummelt und böllert unter einem. Man spürt die Hitze des Motors. So stelle ich mir das Motorradfahren in seiner wirklich ursprünglichsten Art und Weise vor. Und gerade Moto Guzzi ist eine Marke, die diese Tradition, diese Heritage immer weiterführt mit ihren Modellen. Man hat ein modernes Motorrad, man hat trotzdem das Feeling der Ursprünge, man bewegt eine Maschine, man spürt die Maschine. Genau das unterstützt für mich das Meditative beim Motorradfahren. So muss für mich Motorradfahren sein.